Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Familienpolitik in dieser Wahlperiode reden, dann müssen wir auch über den Schutz unserer Kinder sprechen, und zwar ganz besonders auch über den Schutz unserer Kinder vor sexualisierter Gewalt. Denn Kindesmissbrauch zerstört Kinderseelen. Wir sprechen von tausenden Fällen Jahr für Jahr in Deutschland, und zwar mit steigender Tendenz. Wir hatten im Jahr 2020 einen Anstieg beim Kindesmissbrauch um 7%. Fast 14.500 Fälle. Der Handel mit Kinderpornografie hat zugenommen, immens, um 53% auf 18.700 Fälle. Meine Damen und Herren, das sind erschütternde Zahlen, und das sind keine Zahlen, die es uns als Parlament erlauben, in irgendeiner Form hier die Hände in den Schoß zu legen und tatenlos zuzuschauen. Und es ist hochaktuell. Erst gestern, Sie werden es mitbekommen haben, sind die Ergebnisse der Soko Berg in Nordrhein-Westfalen publik geworden. In 2 Jahren sind dort 65 Kinder befreit worden, 439 Tatverdächtige identifiziert worden. Das jüngste Opfer, ein 3 Monate altes Baby, was vergewaltigt wurde. Das macht einen als Vater von 3 Kindern sprachlos. Und Frau Ministerin, ich hätte mir schon an dieser Stelle einen Tag nach dieser Bekanntmachung gewünscht, dass Sie dazu ein paar Worte der Anteilnahme sagen und dass Sie dem Parlament auch sagen, was Sie politisch gegen Kindesmissbrauch in den nächsten 4 Jahren unternehmen wollen. Die Unionsfraktion hat sich die konsequente Bekämpfung des Kindesmissbrauchs seit langem auf die Fahnen geschrieben. Das ist hier kein Geheimnis. Wir haben den sexuellen Kindesmissbrauch als Verbrechen eingestuft. Wir haben den Strafrahmen erhöht. Wir haben den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie als Verbrechen auch strafrechtlich hochgestuft. Wir haben das Cybergrooming unter Strafe gestellt. Wir haben vor allen Dingen aber auch die Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden im Darknet gestärkt, indem Ermittler nun echt aussehende computergenerierte Bilder hochlaufen können, damit man dort Zugang kriegt zu diesen kinderpornografischen Foren, um dort ermitteln zu können. Das alles ist wirklich beachtlich, aber das ist noch lange nicht genug. Und unser Anspruch als Unionsfraktion ist und bleibt, dass wir hier Speerspitze im Parlament bleiben wollen im Kampf gegen den Kindesmissbrauch. Und was finden wir dazu im Koalitionsvertrag? Eine dürftige Seite mit 1/3 Absatz. Außer Allgemeinplätzen und Phrasen findet sich beim Schutz vor Kindesmissbrauch nichts Substanzielles, keine konkreten Maßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das reicht nicht, denn die Zahlen mahnen uns ja eindringlich zum Handeln. Ich habe das eben fortgeführt. Zu mehr Aufklärung, zu mehr Ermittlungen und auch zu mehr rechtlichen Befugnissen der Polizei. Und ich will nur 2 Forderungen nennen, die wir an vielen Stellen deutlich gemacht haben. Wir wollen, dass Internetdienste verpflichtet werden, bei Kenntnis von sexuellem Missbrauch, dass Bestandsdaten an die Ermittler weitergegeben werden müssen. Und wir wollen, das sage ich auch mit Blick auf die Rede des Justizministers gestern, die ich an der Stelle erschütternd fand, dass es auf europäischer Ebene eine grundrechtskonforme Regelung zur verpflichtenden Speicherung von IP-Daten gibt, die Ermittlung der Täter ermöglicht. Meine Damen und Herren von der Ampel, Ihr kategorisches Nein zur Vorratsdatenspeicherung beraubt die Ermittler ihrer schärfsten Waffe. Jährlich können tausende Fälle von Kinderpornografie nicht aufgeklärt werden, weil diese Verbindungsdaten fehlen. Und was Sie hier aus datenschutzrechtlichen Gründen ablehnen, hartnäckig, ist in der Realität in tausenden Fällen ein Freifahrtschein für Kinderschänder und für skrupellose Geschäftemacher in unserem Land. Dieses Verhalten leistet dem Missbrauch von Kindern Vorschub und dem Handel mit diesem abscheulichen Zeug, was dort verbreitet wird. Ich muss es an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Und unser Grundsatz gilt hier weiter: Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. Seien Sie sich dessen immer bewusst bei Ihren Entscheidungen, die Sie in den nächsten Jahren familienpolitisch, aber auch rechtspolitisch treffen werden. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen, und wir werden an dieser Stelle immer wieder den Finger in die Wunde legen. Vielen Dank.